Wir haben hier vier Aussagen, die alle irgendwie etwas mit Newtons erstem Gesetz zu tun haben. Und wir wollen mal schauen, ob wir rauskriegen, welche der Aussagen wahr sind und welche falsch. Ich lese dir erstmal alle vier vor. Also Nummer 1. Wenn die resultierende Kraft auf ein Objekt 0 ist, wird sich seine Geschwindigkeit nicht ändern. Okay, interessant. Nummer 2. Wirkt sich eine Kraft auf einen Körper, wirkt eine Kraft auf einen Körper, die nicht ausgeglichen wird, ändert sich der Wert seiner Geschwindigkeit. Okay, auch interessant. Nummer 3. In unserem Alltag erreichen Objekte irgendwann den Zustand der Ruhe, weil auf sie Kräfte wirken, die nicht ausgeglichen werden. Und Nummer 4. Eine unausgeglichene Kraft, die auf ein Objekt wirkt, verändert immer auch seine Richtung. Okay, mach am besten kurz Pause und überleg dir die Antworten selber und dann machst du wieder das Video an und kannst dann natürlich vergleichen, ob du das gleiche raus hast wie ich. Also, ich gehe jetzt davon aus, du hast das Video gerade wieder angemacht. Nummer 1. Wenn die resultierende Kraft auf ein Objekt 0 ist, wird sich seine Geschwindigkeit nicht ändern. Okay, müssen wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, was ist eine resultierende Kraft? Das ist sogar recht fix erklärt, falls du es noch nicht wusstest. Also, wenn wir jetzt hier ein Objekt haben und sagen wir, da wirkt jetzt eine Kraft in die Richtung hier und eine wirkt in diese Richtung hier. Na, ich mal es mal ein bisschen in die Mitte zumindest. So. Dann ist die resultierende Kraft die Kraft, die noch übrig bleibt, wenn man die beiden addiert, subtrahiert, wie man es halt nehmen will. Also, wenn zum Beispiel die Kraft hier 10 Newton groß ist und die Kraft hier nur 5 Newton groß ist, kannst du dir ja vorstellen, dann bleibt ja noch eine Kraft übrig, weil die hier stärker ist als die hier hinten, die das Objekt trotzdem in die Richtung zieht. Und die nennt man halt einfach resultierende Kraft. Und so, jetzt wo wir das wissen, wissen wir auch, wenn diese Kräfte 0, also wenn das 0 ist, die resultierende Kraft aus allen Kräften, dann heißt das ja, dass das Objekt komplett ausbalanciert ist, sozusagen, dass alle Kräfte irgendeine Gegenkraft haben. Und dann ist die Aussage natürlich komplett richtig, weil dann ist das ja genau die Aussage, die auch das erste Newtonsche Gesetz macht, dass Kräfte oder dass ein Objekt immer in seinem Zustand verharrt, egal ob in Ruhe oder in einer gleichförmigen Bewegung, wenn nicht irgendeine Kraft auf ihn wirkt, die nicht wieder ausgeglichen wird. Also Nummer 1 ist richtig. Gucken wir uns Nummer 2 an. Wirkt eine Kraft auf einen Körper, die nicht ausgeglichen wird, ändert sich der Wert seiner Geschwindigkeit. Okay, und hier gibt es einen kleinen Trick. Wir müssen nämlich auf das Wort Wert achten. Das ist hierbei wichtig. Das heißt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Geschwindigkeit, ist mit Geschwindigkeit das Skalar gemeint. Also wenn es eine skalare Größe ist, dann wissen wir ja, skalare Werte oder skalare Größen haben ja nur einen Wert, um sich zu identifizieren. Und dann ist das natürlich richtig. Wenn dann eine Kraft darauf wirkt, die unausgeglichen ist, dann wird sie ja entweder beschleunigen oder abbremsen, auf jeden Fall die Beschleunigung irgendwie ändern. Und damit ändert es natürlich auch den Wert der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn das ein Skalar ist, ist das auf jeden Fall schon mal richtig. So, jetzt gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es ein Vektor ist. Und da müssen wir mal nochmal gucken. Ein Vektor hat ja sowohl den Wert als auch eine Richtung. Also gucken wir uns nochmal so ein Beispiel an. Zum Beispiel, ich zeige jetzt mal hier hin. Stell dir vor, dass hier dieser weiße Punkt, den ich jetzt hier kennzeichne, ist ein Schlittschuhläufer oder ja, sagen wir mal ein Schlittschuhläufer. Und der bewegt sich in diese Richtung hier. Und während er jetzt hier so lang gefahren ist, von rechts nach links, ist hier ein Pfahl gewesen im Eis, warum auch immer, und an dem hängt ein Seil. Und das greift er sich, während er jetzt hier so lang fährt. Dann kannst du dir ja vorstellen, und er hält das Seil fest, dass sich seine Bahn dann ja ungefähr so verändern wird. Sagen wir, hier oben lässt er wieder los, dann wird er hier jetzt sich gerade weiter bewegen. Und wir gehen davon aus, dass es keine Reibung gibt, dann hat sich ja seine Richtung verändert, aber sein Wert ist ja mal, also der Wert seiner Geschwindigkeit ist ja gleich geblieben. Nur die Richtung hat sich verändert. Er fährt jetzt zum Beispiel in die Richtung weiter oder in welche Richtung auch immer. Das heißt, hierfür scheint das ja irgendwie nicht zu stimmen. Weil, wie gesagt, seine Richtung ändert sich ja. Die Zugkraft, die Spannung, die in diesem Seil hier steckt, die wirkt ja als Zentripetalkraft und zieht ihn hier so einmal um diesen Pfahl drumherum. Und keine Sorge, diese ganzen Begriffe werden wir noch alle behandeln und das sind eigentlich nur schwierige Wörter für Konzepte, die eigentlich jeder schon irgendwie kennt und die halt nur nochmal physikalisch ausgedrückt wurden sozusagen. Also keine Sorge, wenn dir jetzt irgendwas hier seltsam vorkommt, wir werden das alles irgendwann nochmal behandeln. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass wenn das eine Vektorgröße gemeint ist und in allen Videos, die wir zukünftig machen werden, gehen wir eigentlich immer davon aus, dass Geschwindigkeiten Vektorgrößen sind, dann stimmt das auf jeden Fall nicht. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch, ziemlich interessantes Beispiel, wenn wir jetzt hier, sagen wir, das ist die Oberfläche von irgendeinem Planeten und um diesen Planeten kreist halt im Orbit irgendwo ein Satellit zum Beispiel. Ah, der sollte ein bisschen gerade sein. Also hier haben wir einen Satelliten. Dann kannst du dir vorstellen, wirkt ja, also er ist ja im Orbit, das heißt, er wird auf jeden Fall irgendwie angezogen
durch den Planeten hier. Aber er hat ja auch irgendeine Geschwindigkeit, die ihn um den Dings kreisen lässt, also die ihn nicht stationär werden lässt. Er könnte auch einfach nur dastehen sozusagen, aber dann würde er runterfallen. Die beiden Kräfte zusammen bewirken ja erst, dass er sich wirklich um den Planeten drumherum bewegt. Wir werden später noch sehen, Vektoren zum Beispiel kann man hinzeichnen, wo man möchte, solange man den Wert nicht ändert. Also wenn ich den jetzt zum Beispiel hier hinzeichne, dann können wir den resultierenden Vektor daraus uns angucken. Der würde dann so aussehen. Und wenn das Objekt jetzt ein bisschen weiter gewandert ist, dann könnte es halt irgendwann zum Beispiel hier sein und würde dann halt genau diesen Geschwindigkeitsvektor haben, der dann ja in diese Richtung zeigt zum Beispiel. Das heißt, der Geschwindigkeitsvektor hat sich wieder verändert, allerdings nur die Richtung. Ja, nur die Richtung hat sich verändert, nicht aber der Wert. Der Strich ist ja immer noch genauso lang. Also hoffe ich zumindest, war zumindest das Ziel. Das heißt, nochmal um das zu unterstreichen, wenn es eine Vektorgröße ist, es reicht auch, wenn sich die Richtung der Geschwindigkeit ändert, dann hat sich die Geschwindigkeit an sich auch geändert und es muss irgendeine Kraft geben, die darauf wirkt, die nicht ausgeglichen wurde. Okay, gucken wir uns die Aussage Nummer 3 an. In unserem Alltag erreichen Objekte irgendwann den Zustand der Ruhe, weil auf sie Kräfte wirken, die nicht ausgeglichen werden. Okay, das ist natürlich hundertprozentig richtig. Das hatten wir ja in dem letzten Video auch schon besprochen. Oder in einem der letzten Videos, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Tisch haben und auf dem Tisch liegt jetzt ein Buch zum Beispiel. Also das hier ist unser Buch. Und du würdest da jetzt von dieser Seite aus gegenstoßen, dann wird das ja irgendwann, es wird vielleicht sogar vom Tisch fallen, aber irgendwann wird es auf jeden Fall aufhören, sich zu bewegen, weil hier irgendwo, hier zum Beispiel wirkt ja die Reibung zwischen dem Buch und dem Tisch. Oder hier sind ja überall Luft. Moleküle drumherum, die das Ganze auch noch abbremsen. Oder wir können uns auch noch ein anderes Beispiel angucken, wenn du zum Beispiel, sagen wir, du hast einen Ball oder irgendwas und der fällt irgendwie ins Wasser zum Beispiel, dann wird er ja auch irgendwann anhalten, weil diese ganzen Wassermoleküle drumherum den Ball abbremsen werden. Also auch wenn er sich jetzt in die Richtung bewegen will, hier sind überall so kleine Wassermolekülchen, die alle an dem Ball reiben und ihm dadurch immer wieder ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und irgendwann wird auch er aufhören, sich zu bewegen. Das heißt, diese Aussage hier oben ist hundertprozentig richtig, so wie sie da steht. So, gucken wir noch das Letzte an. Eine unausgeglichene Kraft, die auf ein Objekt wirkt, verändert immer auch seine Richtung. Ich scroll mal ein klein bisschen runter, dass ich noch ein bisschen Platz zum Zeichnen habe. Das ist vielleicht sogar die Frage, die am intuitivsten oder am leichtesten zu beantworten war. Wenn wir uns jetzt ein Objekt vorstellen, also ich nehme jetzt mal, wie oft in der Physik oder in der Mechanik nimmt man einfach einen Block, um irgendwas darzustellen. Also das ist unser Objekt und das bewegt sich jetzt in die Richtung. Mit irgendeiner Geschwindigkeit, sagen wir 10 Meter pro Sekunde. Und wenn jetzt eine Kraft auf dieses Objekt wirkt, also hier ist ungefähr das Zentrum der Masse, sage ich jetzt mal, und ich wirke jetzt eine Kraft in die Richtung und die wird nicht ausgeglichen, dann ändert sich ja an der Richtung der Geschwindigkeit nichts. Allerdings wird ja hier danach gefragt, verändert immer auch seine Richtung. Das heißt, dieses immer hier, das stimmt auf jeden Fall so nicht. Die Kraft kann die Richtung verändern, das stimmt. Also wenn jetzt hier eine Kraft in die entgegengesetzte Richtung zum Beispiel wirkt und einfach wesentlich größer ist, dann kann das auf jeden Fall dazu führen, dass sich die Richtung der Geschwindigkeit ändert. Aber es muss nicht zwangsläufig sein. Das heißt, durch dieses immer hier wird das auf jeden Fall eine falsche Aussage.